Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier zur Forstwirtschaft. Mit dabei heute der Frevel. Hi. Und der Obermaster of Disaster, Shotek. Servus. Sehr schön. Wir machen heute erstmal die Grundlagen der Forstwirtschaft, erklären wir so ein bisschen. Dazu haben wir zum einen ein paar Kettensägen, die jetzt hier schon der Frevel und der Shotek in der Hand halten. Und zum anderen haben wir auf der rechten Seite den Ponce Scorpion King und auf der linken Seite den Ponce Buffalo. Der Scorpion King ist zum Fällen von Nadelbäumen da, ist vollautomatisch. Das heißt, wir können die Schnittlängen einstellen, schneiden die Bäume selbstständig und automatisch. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir auch gleich noch einmal. Und der Buffalo ist eigentlich zum Abtransport der Baumstämme gedacht. Gleichzeitig ist er aber auch dafür da, um halt eben Bäume aus dem Wald rauszuziehen. Und als erstes fangen wir jetzt erstmal an mit der Kettensäge. Und ich zeige jetzt, wenn wir ein Baum fällt hier. Wir nehmen jetzt mal den ersten hier vorne gleich. Das ist wie gesagt ein Nadelbaum. Und wir können die Kettensäge mit der rechten Maustaste ein wenig drehen. Stellen uns dann einen Baum ran und hoffen, dass irgendwann so ein blauer Kreis hier erscheint. Und wenn dieser blaue Kreis erscheint, dann sehen wir schon, wie der Schnitt ungefähr erfolgen wird. Also hier ist schräg angeschnitten, linke Maustaste, zack, gedrückt halten und warten, bis er einmal durchgesägt hat. So, normalerweise würde jetzt jeder gesunde Baum würde jetzt hier fallen, nicht aber im LS15. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen extra Schnitt nochmal setzen. Und zwar setzen wir den Schnitt jetzt gerade. Und zwar ungefähr so. Und hoffen, dass er dann fällt. Ja. Jetzt steht er und fällt langsam. Baum fällt. So, schön in den Wald rein. Und er liegt. So, was ist auch noch wichtig? Wir müssen den Baum jetzt natürlich entasten. Dazu gehen wir bei Kettensäge einfach auf den Baum rauf. Nebenher. Und nehmen das Ganze mal ein bisschen raus hier. So, der ist ein bisschen ungünstig gefallen. So. Aber wenn wir jetzt ungefähr, ja, jetzt ist er entastet. Ah, da hinten hängt noch ein Ast, hängt er noch. Im Multiplayer sieht es der Mitspieler oder sehen es die Mitspieler aktuell nicht. Das heißt, jetzt gerade haben wir einen vollen, zumindest sieht Frevel jetzt einen Baum, wo noch alle Äste dran sind. So, Frevel, kannst du aber trotzdem mal anziehen. Randpacken und den... Mir ist einfach zu empfehlen, dass man die äußeren Ende des Baumes... wie soll ich sagen, anpackt. Sonst kann es zu Lags oder sonst ein Problem führen. Ja. Und er kann sich schneller verheddern. Richtig. Also schon versuchen, den gerade aus dem Wald rauszuziehen, dass da kein anderer Baum dranhängt. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze mit dem Scorpion gleich macht. Wir haben hier vorne auch schon einen Hexer stehen, von Jens. Den zeigen wir nachher auch nochmal in Aktion. So, wir setzen uns mal den Scorpion jetzt rein. Dazu mache ich jetzt mal die Hilfetasten mit an. So. Mit der linken Maustaste können wir das Gehäuse hier ein bisschen drehen. Zack, zack. Und wir schalten den Harvester jetzt mal mit das B an. Da sehen wir auch schon vorne, dass er aufgeht. Wir können hier mit C auch in die Krankamera rein switchen. Und kümmern uns mal um den ersten Baum jetzt hier. Wir fahren dazu ein bisschen ran an den Baum. So. Kleinen Schritt zurück, drehen uns mal wieder ein bisschen. So, und jetzt sehen wir halt schon, dass der, dass die Säge, die vollautomatische von Ponce Scorpion King, sich hier an den Baum ransetzt. Und mit der Taste X können wir jetzt sägen. Zack. Wir ziehen die jetzt, ohne irgendwas zu drücken, einfach mal aus dem Wald raus. Und mal gucken, dass ich jetzt hier mit niemandem über den Haufen fahre. So. Fahren wir sie mal hier hin. So. Ziehen jetzt mal. Und wir haben jetzt hier mit der Taste O. Ist natürlich auch sehr schlau, dass ich jetzt auf O genau meinen HUD ausblenden habe. Wir haben jetzt hier eine Schnittlänge von 1 Meter. Wenn wir das hier mal machen, können wir mit X 1 Meter absägen. So, ist halt minimal. Jetzt machen wir das Ganze mal mit 1,5.
Moment. So, 1,5. Zack. Tick länger. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit 2 Metern. Jetzt haben wir 2,5 Meter. Und wir sehen auch, es ist die Entastung erfolgt vollautomatisch. So, nochmal 2,5 gemacht. Jetzt machen wir 3 Meter. Zack. Jetzt machen wir 3,5. Immer mit der Taste X einfach drücken. Und schon werden die Bäume entlastet, beziehungsweise die Tanne hier. So, jetzt haben wir 4,5 Meter. Maximum ist aktuell 5 Meter. So. 3, 4, 5. Zack. Nochmal ein Stück. Und das letzte Stück. So, sehr schön. Und wir sehen jetzt hier, wunderbar, ich stecke dazu nochmal aus. Sehen wir jetzt hier die Stämme, die wir gerade geschnitten haben. Langholz, das ist auch nochmal so eine Sache, auf die man auch relativ schnell sogar, dass man relativ schnell sogar hinbekommt. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier einfach mal den Harvesterstein wieder an. Nehmen uns jetzt hier mal so einen schönen Baum hier. Die Tanne wird jetzt dran glauben. Und mit Langholz ist natürlich auch sehr gut Geld verdienen. Wir schneiden den Baum jetzt hier mal ab. Auch mehr Geld beim Sägewerk. Längere und dickere Stämme. Genau, je länger und je dicker, desto besser. So, wir haben jetzt hier schon wieder die ersten Lags auf dem Server, sehe ich gerade. Ja. Geht bei mir genau gerade an. Genauso. Los mit den Lags schon wieder. Ja. Das heißt, eigentlich darf man auch nicht zu viele Bäume fällen, weil sonst gibt es wirklich Probleme. Zur Zeit noch die 1.0 Version. Die 1.1 spielen. Ja, oder 1.1, sorry. Ja, das. Genau, wir sind jetzt hier mit der 1.1 unterwegs. Sobald es ein Update gibt oder ein Patch gibt, werden wir das Ganze natürlich auch nochmal im Detail nochmal zeigen. So, da habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ich habe schon mal angefangen zu schneiden. Ich mache jetzt trotzdem den Baum schon mal fertig. Mit einer Schnittlänge von 5 Metern. Ist nicht ganz korrekterweise nicht ganz Langholz. Langholz wäre der komplette Stamm jetzt in dem Fall gewesen. Aber gerade wenn man jetzt hier mit mehreren die Forstwirtschaft betreibt, macht es Sinn, wenn man sich wirklich erstmal die Baum für Baum abarbeitet. Denn ansonsten gibt es massive Lags. Im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt mal das Häckseln. Wir haben hier einen modifizierten Häcksler von Jens. Den ganzen gibt es als oder beim Mod-Hoster auch zum Download. Er nennt sich hier in dem Bereich oben Kategorien Mods Diverses. Hier gibt es dann den von Dimanix und das ist die Jens Version 1.0. Die hat einen verlängerten Aufsatz vorne für die Stämme, damit die nicht ganz so springen. Und jetzt zeigen wir mal, wie das mit den Häckseln funktioniert. Wir haben hier hinten das Rohr natürlich ausklappen mit der Taste O. So, das Rohr ausgeklappt, den Anhänger schon fixiert. Wir greifen uns die Baumstämme jetzt hier, indem wir im Traktor drin sitzen. Wir brauchen, muss man dazu sagen, wenn man sich die Häckselmaschine, den Häcksler anschaut, wir brauchen, hier steht es jetzt nicht, steht aber beim normalen Mod drin. Wir brauchen eine PS-Leistung, und zwar sind das in dem Fall 150, beziehungsweise benötigt die Leistung 250 PS hier zu sehen. Das heißt, wir brauchen schon einen sehr starken Traktor, damit die Maschine überhaupt ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall haben wir jetzt hier den New Holland, und zwar ist es der T8 435. Mit dem können, oder der bringt die Leistung. So. Jetzt sind die Baumstämme uns jetzt hier ran. Es gibt hier keine wirkliche Krankamera, was auch ein bisschen ungünstig ist und ein bisschen unglücklich. So, überlegen die Stämme jetzt hier rauf. Mal gucken, wie es im Multiplayer funktioniert. Wir haben es schon mal getestet, es funktioniert nicht wirklich gut. Gucken wir mal, ob es jetzt hier mit dem Mod besser ist. So, Kralle einmal auf. Zack, er zieht sich die Stämme rein und fängt sie an zu häckseln. Sieht soweit eigentlich alles gut aus. Funktioniert. Der erste Stamm ist fertig. Sehr schön. Versuchen wir mal mit dem nächsten Stamm das Ganze. Ist vielleicht auch nur das, der Vorführeffekt.
Das ist jetzt witzigerweise mal funktioniert beim Vorführeffekt. Versuchen wir unser Glück mal weiter. Und wir kriegen aus dem Ganzen kriegen wir einen Hackschnitzel. Das ist leider nichts zum Essen. Aber. Ja, ist zu schön. Es wäre auch zu schön, ja, wenn man daraus was essen könnte. Und die Hackschnitzel fahren wir dann nachher. Hier sehen wir es auf der Karte zum Biomasse-Heizwerk. Und können die da dann für bares Geld verkaufen. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier das Ding nochmal reinkriege, den Stamm. Ist manchmal gar nicht so einfach, es bedarf ein bisschen Übung. Ich mache es hier in dem Fall mit der Maus. Kannst du auch mit dem Gamepad machen. Ah, jetzt, oh, er zieht rein. Menschenskinder. Das ist wirklich mal ein guter, ausgereifter Mod. 2 von 2 Stämmen hat er jetzt schon sich reingezogen. Ohne Probleme. Menschenskinder. Da kann Giants nochmal ein bisschen sich was von abgucken. Von dem Mod. Der ist wirklich. Der scheint wirklich gut zu funktionieren. Vor allem, es ist halt eine extreme Erleichterung wegen der längeren Ladebrücke, wie man es nennen will. Ja. Weil sonst muss man die Stämme in Game auch reinschieben, halten. Und wenn man die Steuerung nicht perfekt im Griff hat, ist es extrem nervig und auch schwierig. Wir sehen jetzt einen kompletten Langholzstamm, den wir jetzt auch direkt versuchen werden zu häckseln. Zumindest gibt es ja die Versuche. Wir sehen auch schon wieder, es leckt halt wieder auch ganz leicht. Und wir versuchen den Stamm jetzt hier reinzuziehen, dass sich der Häcksler den automatisch schon mal zieht vielleicht. Moment, wo haben wir denn? Frevel? Ja, versuch ihn gerade mal ein bisschen. Ja, genau, schiebe ihn mal ein bisschen gerade schieben. Man muss den Stamm schon wirklich genau in Richtung Häcksler bewegen, dass er genau auf der Richtung ungefähr liegt. Weil so drehen ist halt extrem schwierig. Dazu ist die Baumstammfräse eigentlich nicht gedacht. Wir zweckentfremden sie jetzt gerade mal ein wenig. Um mal ein bisschen zu schieben. Ah, hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, nein. So, und jetzt. Ist das so? Ja, jetzt zieht sich der Stamm direkt rein und wir kriegen richtig schön viel Hackschnitzel. Oh, der ist voll, ja. Der ist jetzt schon voll. Das war richtig viel Hackschnitzel. Ich fahre mal eben weg. Dann werde ich gleich mal zeigen, wo man den ganzen. Wo man die Hackschnitzel hinfährt. So, und zwar befinden wir uns jetzt hier auf der Karte bei Feld 31. Wir haben extra den großen Krampel gekauft. Aber auch da wundert es mich gerade, dass dieser Baum so viel Hackschnitzel erzeugt hat. Vor allem halt Langholz erspart viel Arbeit, das einzelne Aufladen, das einzelne reinschieben in den Häcksler. Da machst du einfach ein Langholz rein und das zieht aber das andere rein. Ja. Da muss man ein oder zweimal nachkorrigieren, aber sonst jetzt relativ schnell. Das stimmt. Ich hoffe, wir können hier abbiegen. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Biomasse-Heizwerk. Dort können wir Hackschnitzel verkaufen. Fahren jetzt nochmal hier vorbei an unserem kleinen Forstbetrieb hier. So, und wir kommen hier beim Biomasse-Heizwerk an. Ist auch schön, dass es Biomasse ist. Ne? Also, wir fällen hier irgendwelche Tannen. Einfach mal so auf blauen Dunst. Und verkaufen es als Biomasse. Naja, alles Bio. Naja, so gesehen, Biomasse ist an, ja. An der Namensgebung haben sie sich keine Mühe gemacht. Nein, das stimmt. Das hätte man auch wie die Sägerei oben. Ja, stimmt. Sägerei ist ja auch nicht ganz korrektes Deutsch, ne? Ja. Das müsste ja eigentlich Sägewerk heißen. So. Und aber hier du weißt ja, wir sind im deutschen Land. Stimmt. Ja. Wir hätten die Plane auch schießen können, sehe ich gerade. Auch schön. So. Jetzt fahren wir hier hinten ran an die Außenleitstation hier. Drücken jetzt einfach auf Q. Das Ding geht auf, geht durch die Decke durch. Jo, schön. Und wir verdienen ein bisschen Geld, und zwar gibt das aktuell, welchen Kurs haben wir jetzt hier gerade? Hackschnitzel 1528 Euro pro Tonne, wir hatten 55 Tonnen. Kann sich jetzt jeder mal ausrechnen, ich gucke hier lieber rein, sonstiges 260.000. Sehr schön, haben wir mal eben mit einem, ja mit so zwei Bäumen haben wir glaube ich gemacht, ne? Zwei Bäume, kann das sein?
Ja. Ja, zwei Bäume mal eben kurz 260.000 Euro gemacht. Sehr schön. Wir haben ja bei der Grundausstattung, was wir auf jeden Fall brauchen, ist halt hier, da kann man anfangen mit den 54, für 54.000 den FAL 13AK. Damit kann man Baumstämme transportieren. Die kann man dann theoretisch auch am Sägewerk bzw. Sägerei schon mal verkaufen. Dann braucht man noch 1.000 Euro für eine Kettensäge. Dann sind wir schon mal bei 55.000 Euro an Grundkosten. Rein theoretisch würde das schon reichen für den Beginn mit der Forstwirtschaft. Wenn man dann aber halt noch weitergehen möchte und auch kleinere Äste entasten möchte, dann kauft man sich für 88.000 hier den Jens. Dazu brauchen wir wieder einen stärkeren Traktor. Also man kann halt schon mit 350.000, 400.000 Euro kann man locker rechnen. Wenn man das Ganze dann gegenrechnet, dann kann man sich halt auch schon überlegen, ob man den Scorpion King direkt kauft. Der kostet nämlich 317.000. Wir sind an der Sägerei angekommen, hier mit dem Ponzi Scorpion King. Und es gibt einen ganz einfachen Weg, wenn man sich den Ponzi Scorpion gekauft hat, wie man auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Wir sägen jetzt hier einfach mal einen Nadelbaum ab. So, der fällt. Wir ziehen den jetzt Richtung Wasser. Was man von da draußen ansieht in diesem Fall. Ziehen das Ganze nochmal hoch, fahren zum Wasser ran, direkt hier. Natürlich aufpassen, dass der Baum uns nicht die komplette Sicht versperrt. Die Schnittlänge ist oben eingestellt auf 5 Meter. Und wir ziehen den Stamm jetzt ans Wasser ran. Oder übers Wasser. Hier noch ein bisschen. Und sagen jetzt einfach Schnittlänge 5 Meter x Sägen. Die Stämme fallen ins Wasser rein und bringen jetzt schon Geld ein. Ja, wenn Frevel fast ins Wasser reinfährt. Sorry. Ja. Ist ein bisschen weit tricky. Weg der Schwerpunkt. Ja. Da muss man ein bisschen üben, da gehört ein bisschen Übung dazu, das definitiv. Wenn man es aber einmal beherrscht oder einmal kann, dann läuft es eigentlich auch relativ gut. Jeder Sprichwort, die Übung macht den Meister. Richtig, und ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genau. Ja. Außer Chuck Norris. Außer Chuck Norris, ja. Chuck Norris kann das. Chuck Norris kann eigentlich alles. Chuck Norris hat auch keine Bugs im Landwirtschaftssimulator. So, machen wir das nochmal mit einem Baum, machen wir es nochmal. Und ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, generell, dann liked das Video. Abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir nochmal zeigen sollen, was wir noch machen sollen, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Wir melden uns auf jeden Fall in Kürze nochmal wieder mit weiteren Tutorials auch zur Forstwirtschaft. Oh, ist der Ponzi Scorpion hier umgefallen. Super. Schöner. Schön. Ja. Ja, auch das ist LS15. Manchmal muss man ein bisschen kämpfen mit den Bäumen. Oder die Bäume kämpfen mit einem. Ja. So. Zack, jetzt stehe ich wieder. Jetzt kann ich mal versuchen, ihn nochmal rauszuziehen hier. Er hängt auf jeden Fall irgendwo. Wo hängt der? Aussteigen kann ich jetzt hier nicht, weil wenn ich aussteige, verliere ich den Baum. Versuchen wir mal ein bisschen ein Stück vorwärts zu fahren. So, ach, da hängt er. So, jetzt versuche ich nochmal rauszuziehen. Ich muss ja mit anderen Baum vorbeiziehen. Muss auch mal darauf achten, dass da keine anderen Bäume im Weg sind. So. Ja, wie gesagt, weitere Tutorials folgen in Kürze auch zur Forstwirtschaft, aber auch zu allen anderen Themen. Wir machen auch noch ein paar Let's Plays mit der Agrarflex und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, liked es, kommentiert es, abonniert uns und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Frevel, wink mal. Wo ist denn Frevel? Ach, der steht im Ja. Wasser. Ciao. Der winkt noch ein bisschen mit seinem Kran.